Das ist Teil 2 der Malediven-Reise. Wir hatten noch mal 3 richtig romantische und wilde Tage. Warum die Rückreise eine komplette Katastrophe war, seht ihr jetzt. Wir machen es jetzt. Wir trauen uns jetzt. Wir waren richtige, richtige Affen. Wir haben uns nicht getraut, hier reinzugehen. Obwohl es so geil aussieht und so viel zu erkunden gibt. Ich trau mich echt nicht, Digga. Aber jetzt, Freunde, jetzt machen wir's. Wir hatten außerdem den Sonnenbrand der Geschichte. Ich hatte noch nie so einen Sonnenbrand. Das ist geisteskrank. Obwohl wir 50er-Creme drauf hatten. Das hat nichts gebracht. Und nachher seht ihr auch nochmal die Auswirkungen davon. Es ist wirklich nicht zu spaßen. Alter, guck dich. Komm jetzt. Junge, das ist so ehrenlos. So, Zoe, dann gehen wir rein ins Wasser. Ich bin mal gespannt. Oh mein Gott, what the fuck? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, das war ein Hai hier. Schon wieder. Ein weißer Hai sogar. Geh jetzt hier rein. Geh du hier rein. Gut, der Anlauf wäre dann auch wieder gescheitert. Wir haben dann noch ein bisschen Zeit gehabt, die Insel zu erkunden. Haben richtig viele Tiere gefunden. Da ist jemand. Schaut ihn euch an. Ist so gut getarnt. Junge. Yo, Bro, bist du vielleicht ein Hager? Oh, er will keinen Hager. Er will keinen Hager. Yo, wer ist denn hier gerade gekommen? Mach dir keine Sorge, ich bin gut zu Vögeln. Vor allem eine seltene Art, die noch nie jemand vorher entdeckt hat. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Eine seltene Spezies, der Heyvogel. Fang ihn, ah! Wir sind dann mit dem Boot rausgefahren. Das sieht aus wie bei Titanic hier. Wir haben einfach noch eine einsame Insel gefunden. Einsame Insel, was geht? Der Sonnenbrand wurde immer schlimmer. Ah, chillig, ich hab die Sonnenbrand hab. Digga. Tut mir leid. Und dann ist mal wieder der größte Fail passiert. Wir waren ja mit dem Boot draußen und haben einfach aus Versehen das Handy von einer der Leute von dem Boot geklaut. Wir kommen gerade vom Tauchen wieder. Und dabei habe ich so ein anderes Handy da unten gehabt. Das gehört nicht mir. Ich habe aus Versehen das Handy von dem Tauchtypen mitgenommen. Ich dachte, das wäre meins. Das ist irgendeine Frau, ich kenne sie nicht. Scheiße. Jetzt müssen wir schnell zurückbringen. Das ist sonst unangenehm. Ich kann nicht mal erklären, dass es irgendwie aus Versehen war. Das Handy ist aber lila und meins ist weiß. Und dann hatte ich mir einen kompletten romantischen Date-Tag ausgedacht. Alle krassen Restaurants, die man buchen kann auf der Insel, gebucht. Und das ist dann ein sehr romantischer Tag für uns. Okay. Wir sind mal wieder zu spät. Man kennt. So, Freunde, wir fahren jetzt mit dem roten Boot. Auf unser Restaurant müssen wir jetzt mit dem Boot fahren. Das ist da ganz hinten. Da hinten ist es. Und da fahren wir jetzt hin. Wir müssen uns gerade so beeilen. Wir haben mal wieder die Zeit komplett verkackt, aber ja. Da sind wir angekommen. Hier ist das nicht ein ganz normales Restaurant, sondern hier gibt es eine kleine Besonderheit. So, Freunde, jetzt geht's ja nicht runter. Aber hörst du das? Hörst du das? Hier ist der Ozean, hinter dieser Tür. Ist das echt? Ja, das ist echt, das ist so komisch, oder? Angst, dass was passiert, was in Berlin passiert ist. Das Glas knackt irgendwie die ganze Zeit. Was ist das? Was haben wir bekommen? Ich hab so Jellies hier drauf, Leute. Das ist Kartoffelpüree. Ja, es hat Lachs. Kommt da ja auf den Teller. Der eine hat gerade gekotzt. Wir haben dann insgesamt 5 Gänge gegessen. Es war einfach nur wild, aber auch viel zu teuer. Und das nächste Date hat Dreck gewartet. So, Freunde, wir gehen jetzt auf ein romantisches Dinner. Ich bin gespannt, was heute passieren wird. Wir haben was für uns vorbereitet. Das ist so schön hier, das ist echt unglaublich. Guten Abend. Was soll ich denn sagen jetzt? Ja. Jetzt ist sehr nah, Leute. Sehr nah. Okay, Freunde, wir sind da. Bis jetzt haben wir aber nur Feuer ins Gesicht bekommen. Das läuft. Der Koch hat die ganze Zeit irgendwelche Herzen für uns romantic gemacht. Romantic Dinner. Very romantic. Bist du vegan für Rosalinde oder Bruder? Und der Wein hat uns, glaube ich, nicht gut getan. Jetzt erst eine Nase noch trifft und gewonnen. Und dann war auch schon der Abreisetag. Okay, vor das letzte Finale. Romantische Picknick hier. Wir können uns nicht mehr leisten, deswegen haben wir nur eine Wasserflasche mitgenommen. Die anderen Sachen sind alles zu teuer. Oh mein Gott, wie romantisch das aussieht. Machen wir mal ein Herz hier. Oh, wie toll. Ja. Hast du mir mit dem Handy gefilmt? Ja. Kannst du nicht glauben, was gerade passiert ist. Leute. Meine Brille ist weg. Ich hab die ganze Zeit schon gedacht, warum ist hier kein Geländer? Ich wollte einfach feiern, die Farbe lenkt sich verredet. Was machst du? Du hast so Glück, dass das Fahrrad nicht reingefallen ist. Ich wusste, das wird passieren. Meine Sonnenbrille ist weg. Meine Sonnenbrille ist weg. Nein, das ist nicht passiert. Das Haus ist da und hier. Hör doch auf zu filmen und helf mir mal, Digga. Ja. Ich komm nicht hoch. Alter. Junge, wie lost. Ja, jetzt haben wir alles erlebt. Wir haben die letzten Abende nochmal richtig genossen. Sind nochmal nachts in dieses Unterwasserrestaurant gegangen, was dann ein Club war. Zoe hat viel zu viel Show in diesem Club gemacht. Und wir konnten mit den Fischen tanzen. Das war sehr wild. Die letzten Augenblicke, Freunde. Oh, ist das schön hier. Wir müssen jetzt gehen. Kannst nicht glauben, dass wir jetzt echt gehen müssen. Hier ist noch eine Coconut. Oh, ist das geiles Wetter hier auch. Wir fahren jetzt nach Frankfurt.
Absturz! Wer würde nicht gerne in Frankfurt sein, wenn er das hier sieht? Ich würde gerne nichts lieber sein als in Frankfurt. Guck mal, ich komme aus Frankfurt, Walla. So, Abfahrt, jetzt gibt es hier kein Rumgeheule mehr. Okay, Freunde, wir konnten gerade fast nicht zahlen. Alle meine Kreditkarten wurden abgelehnt. Da warten sie auf jeden Fall auf uns. Fahren wir von diesem wunderbaren Ort weg. Da angelt jemand? Ah, nee. Ich dachte gerade, die angelt da, aber das ist... So, ihr macht sich mal so einen Steuerknüppel hier hinten. Der Gang wurde gewechselt, Freunde. Rückwärtsgang. Dann hatten wir noch einen allerletzten Blick auf unser Haus und auf dieses schöne Meer. Ob das deutsche Qualität ist, I doubt it. Fällt gleich ab, das Ding, Alter. Junge, Junge. Boah, wir wären gerade fast nach Indien geflogen. Ja. Wäre auch wild gewesen, besser als Frankfurt auf jeden Fall. In meinem Block werden Paras geschoben. Wir haben dann ein letztes Mal die Malediven gesehen. Und direkt als wir in Deutschland angekommen sind, hatten wir die Scheiße, denn Zoe ist ultra übel geworden. Und Zoe geht's absolut scheiße. Die muss die ganze Zeit was kosten. Wie geht's dir aktuell? Die Tüten wurden auf jeden Fall breit gehalten, aber es ist zum Glück alles leer geblieben. Das hat mir gerade jemand aus dem Flugzeug gegeben, das kannst du dir nicht ausdenken. Das soll ich sein, Digga, mit der Frisur und den Kopfhörern. So sehe ich nicht aus. Danke euch auf jeden Fall. Ich habe außerdem keine langen Sachen mit, das heißt, es wird jetzt so in die Kälte gehen. Da ist drauf. Ah, schöne deutsche Kälte. So, Freunde, wir sind angekommen, jetzt eiskalt. Ah, oh, ich sterbe gleich vor Kälte. Ich habe wieder meine Malediven. Doch, der Horror war nicht vorbei. Als wir dieses Karussell von dem Parkhaus runtergefahren sind, ist Zoe dann immer schlechter geworden. So, 15 Etage im Karussell, da freut man sich doch, oder? Du, dass wir schnell ein Hotel gezogen haben in der Nähe. Und ja, dann ist es passiert. Alter. Damit würde ich sagen, willkommen in Frankfurt. Das ist es. Zurück in Deutschland. Wir hätten den besten Start gehabt, so hätte erstmal alles voll ge***t. Und guckt euch mal an, was aus meinem Sonnenbrand geworden ist. What the fuck ist das denn? Das ist so ekelhaft. Wir sind in Köln angekommen und es ist nichts mehr so, wie es damals war. Alles eskaliert in der Zeit, wo wir weggegangen sind. Keine Ahnung, was hier, wie das in einer Woche hier alles so passieren kann. Ich wollte eigentlich diesen Gag aufnehmen mit dieser Schaukel da im Paradies und dann schaukele ich hier wieder. Und dann habe ich mich auf die Schaukel gesetzt und die bricht komplett zusammen. Ja! Digga, wir kaufen so eine von der billigsten Billigschaukel, gehen wir zu einer ultra teuren. Was passiert, die zerbricht? Digga. Du musst ja richtig runtergeklatscht. Ich hoffe, mein Arm ist verstaucht. Hä? Das ist einfach zerbrochen. Kompletten Arm verstaucht. Mega. Ich war zu fett dafür scheinbar. Ich habe außerdem euch ein bisschen angelogen. Ich bin nämlich nicht seit heute hier. Wir waren gestern schon hier. Und wir haben für Zoe ein Video abgedreht. Also jetzt nach dem Video könnt ihr direkt bei Zoe vorbeischauen. Wir waren in einem Tierpark und wurden angegriffen von Tieren. Oh mein Gott, deine ganze Hose. Es war wirklich einfach eine absolute Katastrophe. Aber es war sehr lustig. Schaut auf jeden Fall vorbei. Wir sind wieder in Deutschland. Nächste Woche erzähle ich euch dann, was hier alles passiert ist, weil das ist wirklich einfach nur krank. Es sind Dinge passiert, es ist wild. Zoe, einsteigen! Macht mal weg! Alle sind weg. Wir sind alleine in Köln. Nächste Woche, ich würde sagen, haut rein und ciao.